Am Donnerstag, dem 4. September 2014, wurde um 19 Uhr im Gotischen Haus in Anwesenheit des Künstlers die Ausstellung Georgios Kitsos retrospektiv eröffnet, die bis zum 15. November immer montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen ist. Ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Ausstellungseröffnung begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, wenn ich einen einheimischen Künstler begrüßen kann. Dann können wir aber Spandauer mal mit Stolz sagen, wir haben solche hervorragenden Künstler hier beheimatet und der ist mittlerweile seit 35. Jahr seines Lebens hier in Spandau und hat auch viele Werke dann natürlich auch hier bei uns in Spandau hergestellt und sich inspirieren lassen. Aber herzlich willkommen, Herr Kitsos. Nach der Sommerpause so durchzustarten, ist was Fantastisches. Dafür danke ich Ihnen recht herzlich, wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg, noch viele schöne Werke, die Sie uns zur Verfügung stellen können, dann einmal in der Öffentlichkeit uns präsentieren können. Aber vor allen Dingen wünsche ich Ihnen weiterhin viel Gesundheit, damit Sie auch noch so viel Kraft haben und so hervorragende Werke uns präsentieren können. Ich habe eben schon Herrn Kitsos zugeraunt, ganz unwissenschaftlich, dass ich hin und weg bin. Und das sage ich trotzdem mal am Anfang. Das ist eine ganz außerordentliche Ausstellung, wie ich finde. Das Erste ist, was ganz außergewöhnlich ist und auch viel Aufmerksamkeit verdient, das ist seine Technik. Die Technik, die er anwendet, die er entwickelt hat, weiterentwickelt hat. Eine Mischtechnik, die man durchaus altmeisterlich nennen kann, denn es handelt sich um eine Schichtenmalerei. Es beginnt mit Altempera, das ist auch etwas, was schon einmal alleine vom Haptischen her etwas Besonderes ist. Da ist keine Tube mit Ölfarbe, die man dann auf die Palette drückt, sondern man muss das Malmittel erstmal herstellen. Viele dieser Arbeiten, die wir hier sehen, sind das also ganz, ganz viele Schichten. Es ist eine Technik, die sehr viel Zeit, die sehr viel Geduld und Ruhe erfordert. Und manchmal dauert es eben auch 20 Jahre, bis ein Bild dann so weit ist, dass der Künstler sagt, das ist jetzt fertig. Vielleicht zu den Themen, die Georgios Kitsos bevorzugt, sind zum Teil frühere Arbeiten, in denen er sich auch mit Griechenland, seines Ursprungs auseinandersetzt. Es gibt aber auch Hinweise auf ostasiatische Einflüsse. Und dann, was natürlich das Gros der Arbeiten ausmacht, das sind Stillleben. Stillleben mit Blumen, Früchten, mit dem, was der Maler braucht. Aber es sind nicht, das sage ich gleich von vornherein, es sind keine klassisch realistischen Stillleben, wo man also sagt, oh, das ist gut getroffen oder so, sondern es ist die Atmosphäre, die diese Stillleben so einzigartig machen und es ist eben auf der einen Seite die unheimliche Präzision und Klarheit der Objekte im Vordergrund und dann etwas doch eher Geheimnisvolles, weniger Klares, manchmal auch in der dritten Ebene nochmal zu betrachtendes. Dieser Widerspruch macht, glaube ich, das ganz Besondere dieser Stillleben